Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute zwei super einfache DIYs fürs Badezimmer und das aus alten Marmeladengläsern. Für die erste Idee braucht ihr so alte Gläser, zum Beispiel von Marmelade, Mais, Oliven, was auch immer ihr da drin hattet. Dann brauchen wir zwei Holzperlen, weiße Acrylfarbe und einen Pinsel, einen goldenen Marker und ein bisschen Kleber brauchen wir auch noch. Ich schaue mal, ob es mit Bastelkleber funktioniert. Alternativ könnt ihr natürlich auch immer Heißkleber nehmen. Und natürlich das, was ihr dann darin aufbewahren wollt. Ich mache jetzt zwei Gläser für Wattepads und Wattestäbchen, aber es geht natürlich auch für Haargummis, Spangen, was auch immer ihr da reintun wollt. Wir beginnen damit, erstmal die Deckel der Gläser weiß anzumalen. Ihr könnt das natürlich auch in jeder anderen Farbe bemalen, je nachdem, wie euer Badezimmer vielleicht gestaltet ist. Blau passt natürlich auch immer richtig gut ins Badezimmer, finde ich. Wenn eure Deckel bemalt sind, lasst ihr das Ganze trocknen, am besten über Nacht oder zumindest so 2-3 Stunden, damit die Farbe gut trocken ist. In der Zwischenzeit können wir uns auf jeden Fall schon mal den Holzperlen widmen. Ich habe dafür jetzt Gold ausgesucht, ich finde, das gibt so einen richtig edlen Look und die müsst ihr jetzt einfach nur anmalen. Je nachdem, welche Farbe ihr da benutzt, müsst ihr die Holzperlen jetzt vielleicht auch noch ein bisschen trocknen lassen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich benutze jetzt Heißkleber, um die Holzperlen auf den Deckeln zu befestigen. Dafür gebe ich einen kleinen Klecks hier in die Mitte und setze die Holzperle da drauf. Gut andrücken und das gleiche nochmal beim zweiten Deckel. So, und jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch unsere Gläser befüllen. Ich packe in mein erstes Glas mal meine Wattepads rein. Und in das zweite kommen meine Wattestäbchen. So, und weil wir uns ja jetzt so einen schönen Griff für die Gläser gebastelt haben, ist meine Empfehlung, dass ihr das jetzt nicht zuschraubt, sondern die Deckel nur so auflegt und das so in euer Regal stellt, weil dann könnt ihr mit dem Griff immer richtig schön die Gläser aufmachen und habt so ein richtig edles Glas. Checkt auch gerne mal den ersten Link in der Beschreibung aus. Da kommt ihr zur Hello App, eine ganz persönliche Empfehlung von mir. Da kriegt ihr noch viel mehr Inspirationen, auch Live-Erfahrungen mit Creatern. Schaut unbedingt mal vorbei. Und wir machen jetzt weiter mit dem zweiten DIY. Dafür braucht ihr wieder ein altes Schraubglas. Und ihr seht schon, ich habe das jetzt schon ein bisschen vorbereitet. Wir brauchen nämlich gleich ein Loch im Deckel. Wir haben das jetzt schon vorbereitet, einfach mit einer Bohrmaschine ein Loch durchgebohrt. Und da muss nämlich jetzt unser Seifenspender durch. Den findet ihr überall im Internet und wenn ihr das Loch groß genug gemacht habt, dann passt er auch perfekt durch. Jetzt können wir das nämlich hier ins Glas einsetzen und ihr seht, meine ist noch ein bisschen zu lang, deswegen schneiden wir den jetzt noch zu. Testen, ob das jetzt kurz genug ist und so passt er perfekt rein. Sieht das nicht jetzt schon richtig cute aus? Jetzt füllen wir noch ein bisschen Seife rein. So müsst ihr auch nie wieder neue Seifenspender kaufen, sondern könnt einfach immer Seife zum Nachfüllen kaufen. Einmal das Glas ganz voll. Euren Deckel drauf. Und fertig ist euer DIY-Seifenspender fürs Badezimmer. Wenn euch diese DIYs zum Badezimmer gefallen haben, dann lasst uns unbedingt ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir würden uns sehr doll freuen. Und hier kommt ihr zum nächsten Video.